Guten Morgen. Warum bin ich schon um 8:42 Uhr auf dem Bock? Ich weiß es auch nicht, denn ich mache das Ding wieder aus. Ich bin viel zu früh, denn wir hatten eine Zeitumstellung und ich Dämmel hab's natürlich dann nicht mitbekommen. Verflucht! So, ja, 31.10. habe ich gesagt, noch nicht der 31.12. Also es ist noch ein bisschen, ein paar Tage Zeit zum Fahren. Aral-Tankstelle wie immer, Kürbisausfahrt 2021, endlich mal wieder, Christoph. Ja. Denn die Kürbisausfahrt im letzten Jahr hat aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht funktioniert. Und davor war die sehr nass. Ist ja davor. Davor hatten wir auch mal Regen und Schnee und 0 Grad, das hatten wir auch schon alles, genau. Also gehen wir mal davon aus, dass wir heute alles richtig machen. Ja, die Modelle werden immer schöner, immer moderner. Ich habe ja schon 3000 Mal gesagt. Das ist die schönste hier im Stall. Hallo Katrin. Und ja, servus, du bist auch ein neues Gesicht, oder? Wir haben gestern geschrieben. Ja, tatsächlich. Guido. Ja, Guido Scherz. Da ist genau. Er, da ist er. So sieht er aus. Ja, Kerle. Die Welt ist klein. Schön, dass du auch mit dabei bist. Kerle. Also, wir haben da hinten... Ja, du bist jetzt auf dem Vogelsberg angereist, ne? Alsfelder. Ah, richtig. Das waren jetzt die Zuzüglinge neulich, ja. Da muss ich da auch mal los sagen. Und dann haben wir Eisenach mit dabei. Also auch mal was ganz Neues. Ja? Und du bist ja sowieso der Harte. Ja, du, der Harte vom Garten. So, ja, und theoretisch können wir uns gar nicht lange aufhalten, denn wir müssen Kilometer heute machen. Ja? Und deshalb versuche ich gerade mal, die Teilnehmerzahl zu checken und dann gucken wir mal, dass wir losstarten. Genau. Hallo Alsfeld! Servus, dass der Vogelsberg hier mal guckt, das ist ja ein Ding. Guten Morgen, habt ihr alle gut gefrühstückt? Natürlich. Habt ihr alle vollgetankt? Jawohl. Okay, ja. Und ihr seid pünktlich, im Gegensatz zu mir. Ich war also, ja unpünktlich. Ich dachte, dass du uns was vorbereitet hast. Ja. Ja, das habe ich, die Nachbereitung. Das machen wir in der Nachbereitung. Die Vorbereitung ist heute die Nachbereitung. Ne? Flammkuchen und so weiter. Aber ich weiß, nach 300 Kilometern wollen wir alle wahrscheinlich irgendwann auch zu Mutti wieder nach Hause. Gell? Jetzt schauen wir mal. Morgen alle zusammen. Also, hier habe ich schon gesagt, Eisenach ist da, Alsfeld ist da, ein paar Haunetaler sind da und hier ist einer sogar aus dem Sondra-Britt. Unglaublich schön, dass ihr alle da seid. Ja, auch Berlin ist da. Ja, richtig, genau. Da hinten ist der Icke, wer ihn nicht kennt. So, wir sind heute unterwegs. Da würde ich jetzt sagen, nach viel Blabla starten wir die Motoren und geben Gas Richtung Oberhof, Wegscheide. Yalla, yalla. Yeah! Einen Kontakt mit dem Alex. Die andere Gruppe hängt ein bisschen hinterher. Die sind jetzt durch Dernbach durch und wir machen jetzt einfach doch mal, wie der Icke es vormacht, eine Raucherpause. Du bist der eine oder andere, der mit dem Ding zieht. Du kannst ja während digital. Der Fahrt, gell? Digital. Genau, ich kann während der Fahrt. Digital ist geil und der ist ja auch gut vorbereitet. Wie der Volontour. Der macht hinten seinen Koffer auf, zack, und dann kommt die Füße. Minuterpause. Hier ist der Marke Tenderladen. kriegst du vielleicht für 3 Euro los, das Stück, wer weiß. Der Mopedfahrer haben ja Geld. Machen wir Gruppentarif. Ja, für 1,80 der Liter. Ja. So, und hier ist die andere Mannschaft. Yeah, 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 yeah. Super, super. Oh Mann, der Tiger, Dank. Geil, super, super. Der gehört nicht zu uns. Es ist auf einmal wieder Stille eingekehrt. Seht's an. Komisch, gell? Ja. Irre. Eben unter Helm war es eben lauter.
ist doch unglaublich. Nach so einigen Problemen, die wir hatten von der Navigation her, haben wir es aber jetzt geschafft. Hier ist unser Road Captain aus Eisenach. Oh, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Ah. Marvin, wir haben gerade das Ziel erreicht, Schatzi. Ja? Ja, wir sind hier oben angekommen auf der Wegscheide und fragt nicht, ob das harmonisch lief. Es lief mal wieder mit dem üblichen Turnaround durch irgendwelche Städte und Ortschaften. Aber wir haben es geschafft. Also wir sind, glaube ich, so 30 Leute und wir haben keinen verloren, oder? Habt ihr jemanden? Vermisst ihr jemanden? Euren Wingman? Nein? Okay, gut. Also unglaublich. Alle sind da. Alles ist da. Ja? Uns geht's gut, Marion. Alles klar. Gut, ich habe nämlich meine Frau im Apparat hier. Ja, mach das. Ja, ciao, ciao. Nein, ich bin noch nicht aufgeklärt. So, wo sind die Thüringer hier? Ihr seid ja die Alsfelder. Wo waren die Thüringer? Da hinten? Ja. So, jetzt, wir sind jetzt fremdgegangen. Ja? Wir haben Osthessen verlassen und ihr habt schon gesehen, mit der Navigation hat es dann auch gleich wieder nicht funktioniert. Ja, gell? Was er nicht kennt, da ist er schon wieder ganz vorsichtig. Da waren wir aber auch noch nicht. Du meinst in der Ortschaft, wo der kleine Weg war. Ja. Und jetzt sind wir aber hier im Mekka, kann man so sagen. Mekka von Thüringen. Bratwurst-Mekka oder Rennsteig-Mekka? Auch. Rennsteig. Sowohl als ja, auch. Ja. Okay. Also, ja, gut. Also wo ist hier die Loipe? Die Loipe, da sind wir schon dran vorbeigefahren. Ja. Scheiße. Okay. Also wir werden dann oben, wo die Baustelle oben ist, ja, ne, dann hätten wir in den Ort reinfahren müssen hier. Und okay, dann wären wir mal rein zu der Ski-Arena gefahren hier. Da ist dann, wo das eben das ganze Hotspot ist. Ah, das ist aber Brotterode auch, ne? Da wird auch gehüpft. Das ist ja, von hier entfernt, Rosetal. Aber jetzt ist ja hier, ja, wir sind ja noch ein Stückchen weiter oben. Genau. Ja, wir sind hier oben. Wie viele Meter sind wir denn hier oben eigentlich? Keine Ahnung, so viel dann Druck auf dem Ohr ist. Ich sag mal 1000 Meter. Nein, so viel sind es nicht. Also aber wahrscheinlich sind wir ein bisschen niedriger als die Wasserkuppe, ne? Grobe Richtung ungefähr. Die Richtung ist ja ein Kilometer Luftlinie, dann wären wir quasi an der Ski-Arena. Ski-Arena. Ski-Arena war ich übrigens am Fichtelberg. War ich jetzt auch an der Ski-Arena. Wo es Biathlon ist, dann gibt es auch noch die Schanze, kannst du das Grund und hier. Ja. Also gibt es sehr schöne. Ich muss ja auch mal wandern. Was ich noch empfehlen kann. Enduro wandern, das ist ja schön, ja. Was ich noch empfehlen kann, zum Windbeutel essen im Standgrund. Da sind wir mal vorbeigefahren, ne? Genau. Ja, habe ich eben gehört. Da wäre es, wenn ihr mit einer großen Gruppe kommt, vorher mal anrufen, ja, damit die reservieren. Also, okay. Windbeutel. Das gibst du, ja. Lärm. Wir halten da, vorhin hatten wir einen Kontakt ja ausgetauscht, Michael. Du hast mir, ne? Ja, genau. Ich werde dich da ansprechen nachher. Ja. Okay? Also, uns kommt ja mal wieder keiner an, dass hier auf der Wegscheide so viele Quad- und Motorradfahrer einkehren. Ja. So, wie wir sehen, Corona gibt es nicht mehr, Abstände. Das ist Schnee von gestern. Wir sind ja alle geimpft, habe ich gehört. Ja. Vor allem die Älteren da hinten. Ich habe den Vierfach-Booster schon. Ja, ich habe gehört, eben bei dir ist eine Spange locker am Sitz. Eine Spange nicht, der komplette nicht? Sitz. Der komplette Sitz, ja klar. Da geht's. Warum nicht? Ja, man muss ein bisschen flexibel sein. Ja, du bist doch jung, du kannst das. Genau. Ja. Aber auch da gehöre ich nicht dazu. Servus, hi. Hallo. Schön, dass ihr offen habt. Am Reformationstag. Ich habe ja mal Heimatkundunterricht. Du bist der Grund, warum wir oben eingekehrt sind. Ich bin der Grund. Ja. Ich habe euch von Anfang an gesagt. Ich bin froh, dass du genug Würste hast. Das war nämlich meine Angst heute Morgen. Ich habe dich um 9 Uhr angerufen, aber da war noch keiner hier. Ja. Aber hier gibt es die Besten, habe ich gehört. Ja, kann man so sagen, ne? So. Ja, wobei, das alles hängt damit zusammen, welcher Grillmeister auch dahinter steht. Dann guckt es euch an. Und der Grillmeister verrät mir ein Geheimnis. Und zwar gibt es den Elmenrausch hier in der Region. Elmenrausch. Emme. Im Jargon gesagt. Und da gibt es Emzettler und Simson, die da die Sau rauslassen. Also immer im 2. September, Freunde. Merken. Okay, merken. Vielleicht kommt der ein oder andere von uns mal dahin. Pelle, wie kommst du denn hierher? Wie hast du dich denn hier eingeschleust im System? Von dabei. Das gibt's doch nicht. Ja. Da hättest du ja aber ziemlich eine Stunde nach dir, weil du warst eine Stunde zu früh heute Morgen, oder? Ach, da reden wir nicht drüber. Ich sage ja, neumoderne Kram, alles Schiss. Ich bin am Schlafanzug, da fährst du mit dem Motorrad vorbei. Ich habe hier so eine Digitaluhr, Huawei, ne? Also kauf das nie. Und dann stellst du die Uhrzeit ein und denkst dir, das System ist doch klug, das weckt mich richtig. Hat aber die alte Zeit drin, das alte Sauteil. Hat sie nicht umgestellt, muss man einmal draufklicken. Ja, und dann wachst du auf und dann guckst du auf Uhren, aber denkst, du bist im Soll, ne? Scheiße. So. Du brauchst ja nicht so gucken, die ist nicht für dich. Ja. Die habe ich dir nicht geguckt, danke dir. Thorsten, schön, dass du mal die anderen mitdenkst. Ja, mach ich. Ja.
Das überhaupt nicht egoistisch. Weil ich keinen Vorteil habe. Ja, wenn ich jetzt sage, die unter 30-Jährigen heben die Hand. Ja, ich stelle fest, ich hoffe nicht, dass die Motorradfahrer aussterben. Okay? Aber bis auf den Alex und die Familie Heyer da hinten, muss ich sagen, sind wir alle schon ein bisschen älter als 30. Ja, ja. Leicht. Bis auf die junge Dame. So, ihr Held, in Strumpfhosen, im wahrsten des Wortes fast. Ja, was ist denn jetzt wieder? Ja, super. Mach mir ruhig Appetit. Also Wegscheide, den Namen muss man sich merken hier. Guck mal da hinten, und da steht die 1 Million Fuhrpark. Der Business gerade aufgegessen. Also, du hast nicht gelogen, lieber Icke. Das ist eine geile Wurst. Die schmeckt anders als unsere Dorm in Hersfeld vom Schott. Ja, ich bin ein bisschen... Oder Budesheim. Dass du das anzweifelst. Nein, ich zweifle doch nicht an dir, Icke. Die Thüringer Bratwurst. Die Wurst schmeckt super. Die Thüringer Bratwurst ist bekannt dafür weltweit, dass es eine Thüringer Bratwurst ist. Von einer Bad Hersfelder Bratwurst spricht niemand. Niemand spricht von einer Bad Hersfelder Bratwurst. Ja, die Thüringer, wenn ich die mal hier mit der Hand, ich möchte die in die Hand fassen, hier ist die Thüringer Rostbratwurst. Das ist ein Markenname. Gut, danke schön für das Gespräch. Ja, aber wenn du aber Berliner bist, wie kannst du denn die Thüringer so anbraten? Weil wir als Berliner einfach mal global sind. Weil habt ihr nicht den Döner erfunden? Der Döner kommt aus Berlin, das ist erstmal vollkommen richtig, genau. Und wir einfach mal rechts und links immer um die Ecken gucken, was ich bei den Hersfeldern so ein bisschen vermisse. Die kicken immer geradeaus bis zur nächsten Ecke. Ja gut, die haben die A4, die A5 und die A7. Ja, das grenzt die ein. Genau, da ist Schluss. So ist es. Hurra, Wegscheide, du hast uns glücklich gemacht. So, und wir... starten jetzt weiter. Jetzt gibt es die Eisenach allerdings. Ja, wir klinken uns aus. Richtig, genau, Michael. Wir haben nachher Kontakt. Ja, und ich bedanke mich sehr herzlich für euer Zutreffen. Ja, gerne. Gerne, immer wieder. Sehen uns zum Saisonauf. Leider viel zu kurz. Zum Saisonauf. Auffahrt. Takt. Macht ihr da auch was? Ja. Na, da kommen wir wieder rüber nach Eschwege. Ja. Ich gehe gerne mal fremd. Ja, ich weiß. Ja, dann wünsche ich euch weiter einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Bleibt gesund. Jedenfalls. Das ist wichtig. Kein Corona einfangen. Ne? Ja, bleibt heile. Und ja, gut Rutsch und so Geburtstag, genau. Alles Gute. Ja. Also, bis bald. Ja? Ciao. So, da hinten werden sie schon ungeduldig. Und hier habe ich noch Schulden zu begleichen. Das mache ich jetzt auch schnell. Nein, du bist eingeladen. Ich will dein Geld. Dein stinkendes Geld. Ja. Okay, gehen wir es an. Kein Stress, alles gut. Aber das war ein Umschluss. Die Sache mit dem Tank, naja, es gibt halt manche Modelle, die sind etwas genügsamer und es gibt Modelle, die sind etwas älter, die brauchen etwas mehr. Genau, ja. Und dann kommt es auf die Fahrweise an. Ah ja, und heute waren wir ja sehr gemütlich unterwegs und deshalb umso überraschender, dass diese Maschine nichts mehr drin hat. Was hast du noch da rein? Für 1,70. Ja, sieht da, 1,70. Ach, guckt euch das an. So, gut, ja. Da hinten ist der Alex. Der Alex ist aber nicht im Headset drin. Okay, wir machen noch eine kleine Raucherpause. Ja, er kennt es doch, das ist schön. Mama mia. Ja, die sehe ich heute ganz selten bei mir hinten. Warum? Was? Du bist weit weg abgeschlagen. Ja. Und ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber wir haben die Thüringer Hütte erreicht. Seht ihr da oben? Da ist das Schild Thüringer Hütte. Und für dich ist das ja deine Stammkneipe, ne? Wir sind ja öfters mal, ja. Ja, ist klar, du nimmst mich noch nie mit. Sonnenaufgangstour hatten wir hier gehabt. Oh. Ja, davon habe ich gehört und gelesen, aber ich habe nie eine Einladung bekommen, oder? Ja. Ich will dich jetzt nicht weiter damit löchern. Ist klar. Bei dir ist auch noch genug Sprit im Tank? Sicher? Hier gibt es Windbeutel und leckeren Kuchen. Top.
Und so viel Zeit muss sein, oder? Was meinst du? Wie läuft denn das? Jetzt muss man da rein? Bezahlen. Oder? Ja. Also bestellen, bezahlen und gehen. Ja, Freunde, das ist der Rest. Ich glaube, wir sind noch mehr als 10 und dementsprechend sind wir nur noch das Drittel, kann man sagen. Ja. Oh je, meine Güte, habe ich euch so hart rangenommen, kommt nichts mehr von euch. Dreckige Dutzend. Also Thüringen heute ist voll, ohne Ende, denn wir sind nicht die Einzigen, die gesagt haben, wir fahren mal hier hoch. Es gibt anscheinend auch ein paar Wanderer, wobei die meisten hier mit dem Auto wohl anreisen. Und ja, hätten wir jetzt minus 10 Grad, wären wir alleine hier. Jetzt müsst ihr euch aussuchen, was jetzt schöner ist. Hier zu stehen, bei angenehmen Temperaturen. Ja. Ja, aber bisher, muss ich sagen, war es sehr schön mit euch. Ihr macht das sehr, sehr gut. Auch wenn ihr schon etwas älter seid als ich. Ja, also für einen Kaffee reicht's. Wir haben ja keine Zeit, ne? Und für ein Eis ist auch noch gesorgt. Von daher ist alles safe. Wenn Thüringen die beste Bratwurst der Welt hat. Nein. Und da scheitern sich, also das muss ich ja heute sagen. Ich habe ja vorhin mal in die Runde gesprochen, wo schmeckt die Wurst am besten? Beste Currywurst bei Mama. Oben, wo ich Fulda an der Fulda-Brücke. Ja. Das ist die weltbeste. So, sagt der Rodenburger. Nee, der, ich bin kein Rodenburger, ich komme da aus Friedendorf. Ja, vielleicht warst du mal ein Rodenburger. Nee, auch nicht. Naja, gut, dann. Ich habe die einmal kennengelernt, seitdem gibt es sehr oft Sonntagstrips. Aber es ist so, ich frage, wo schmeckt die beste Bratwurst? Und dann sagst du? Na, Thüringen. Ja. Rodenburg, wer hat noch mehr zu bieten? Bratwurst und Currywurst sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Also, wir müssen tiefer in die Materie einsteigen. Das hat er damit ja nichts zu tun, mit jedem anderen. Ich glaube, ich muss hier mal einen Vortrag halten. Das können wir schon länger dauern. Ja, alle Cafés sind leer. Ich sage nochmal Dankeschön. Alles okay. Bis zum nächsten Jahr wahrscheinlich. Ja, nicht zu lange Pause. Im März geht's wieder los, oder? April? Ich stehe bereit. März? Ja, spätestens, dann, wenn der Schnee weg ist. Ja. Wobei ein bisschen Schnee hier oben ist auch schön. Sind die Motorräder durchgehend angemeldet? Ja, einige ja. Einige. Das sind die Ultraharten. Ja. Und dann gibt es die kleinen Pienzchen. Ja. Und die dürfen erstmal jetzt wo Ruhe haben. Wo her? Ach, wir sind aus Hersfeld. Ah? Wir sind aus Hersfeld. Aber wir waren heute schon am Rennsteig. Ui, ja, und da war auch schön. Da war es auch schön. Am Mittwoch ist alle geil, waren sie da. Da werden wir auch nochmal hinmachen, aber heute nicht. Ah, okay. Abaya, siehst du mal. Morido. Ciao. Danke dir. Motor an, sag ich mal. Aufsitzen! Aufsitzen, Thüringer Hütte, Adele. Guten! Motor aus nach 306 Kilometern. Also, wir haben es geschafft. Unfallfrei packen wir jetzt hier ein. Mehr oder weniger versuchen wir es. Was war das? Hi, Familie. Die Kinder sind auch schon da. Und ich bin stolz auf euch. Ja, habt ihr gut gemacht. Spaß gemacht. War ja, super. Fand ich auch. Wir haben viel gesehen. Neue Kurven probiert. Danke, Icke, für deine Idee heute. Oberhof. So, und jetzt kehren wir ein. Wir gehen in den gemütlichen Teil über. So, Mannschaft. Was soll ich sagen, Christoph? Perfekt. War ein schöner Tag, unfallfrei. Ehre, ja. Genau. Was willst du mehr? Ja. Alles gut. Ja. Süße Kinder hast du. Ja. Wie groß ist noch nicht da? Hi, hi. Hier gibt es jetzt original Flammkuchen. Heiß. Fast heiß. Schaut mal. Oh Mann, ist das nicht geil. Ich biete mal an. Wer hat heute am meisten Kilometer gemacht? Aufi, greif zu. Wer hat heute getankt? Ja, genau. Das nächste Mal gibt es eine GS zu Weihnachten. Eine Adventure. Ja. Ich bin bei 362, wenn du mehr hast. Ach so, okay, das ist nicht schlecht. Ja, dann bist du definitiv heute wahrscheinlich zumindest hier der Bembelmann. Bin ich noch hinter dir. Oh. Sehr. Danke. Ja, Hausmannskost, so wie es gehört. Die hatten wir schon. Die steigen gerade so viel. Wieder heim. Danke. Bitte sehr. Okay, Christoph, du siehst aus, als ob du was fragen kannst. Ja, dazu. Kleinigkeiten gehen immer. Danke dir. Jawohl. Oh, das sieht gut aus. Ja. Oh, jetzt habe ich die Kamera an.
Ja, und auch dir vielen Dank, lieber Alex, für die tolle Tour, die du uns da ausgemüsert hast. Und nach der Reise ist vor der nächsten Reise. Kürbisfahrt, Uli. Das ist einmalig in Ostjessen, habe ich gehört. Oder macht das die Bike Union auch? Nö, ne? Die Kürbisausfahrt gibt es, glaube ich, nur hier in Herzen. Das machst du eigentlich nur hier. Das mache ich nur. Dann. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und meine Frau hat hinten auf der Karte geguckt, ja? Und dann hat sie nur gesagt, da, weil du kannst ja dann einfach auf die Karte gucken, wenn du fährst. Das ist ja nicht schlecht. Da hatte ich mir mit der Glasichthülle einen auf den Rücken geklebt. Ja, ja. Ne, gerade wenn wir im Ausland waren. Ja, das war absolut super. Ja, die Auflösungserscheinung, wie viel haben wir jetzt? 18.23 Uhr, es ist finster wie in der Nacht. Ja, ich würde gerne noch eine Runde drehen, muss ich sagen. Ne? So einen kleinen Schleif von 500 Kilometer, wer macht noch mit? Tja, die Motoren gehen wieder an. Auf die letzte Reise. Macht's alle gut, war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Gerne hier. Ach, es war schön mit dir. Dankeschön, Christoph, dass du durchgehalten hast. Bis zum Schluss. Gerne doch. Super cool. Grüß deine Jungs, ne? Mach ich. Ja! Was ist denn da hier? Ciao, ciao! Tschüss! Dankeschön, grüß das Haunetal. Machen wir. Wird Zeit, dass übrigens Joshua und Joana wieder zurückkommen. Ich kann es gar nicht abwarten, was sie für Geschichten uns erzählen werden. Ja, ja, das sind ja Bilder, du. Das ist der absolute Traum. Traum. Ciao! Ja! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Jahr! War eine schöne Tour. Auf jeden Fall. Eine schöne Tour von 300 Kilometern. Ja. Und ich glaube, die hat allen Spaß gemacht. Also Icke jedenfalls fand es gut. Ja, da schließe ich mich an. Ich sitze noch ein bisschen beim Lagerfeuer und gehe noch mal die Sache durch den Kopf. Ich lasse das nochmal Revue passieren.